Die Apple Watch Ultra ist für mich eine Smartwatch der Superlative. Fängt ja schon beim Namen an. Ultra kann man ja fast nicht mehr toppen, außer es gibt vielleicht irgendwann mal eine Apple Watch super duper mega toll oder so. Und beim Material geht's ja hier weiter. Titan ist wahrscheinlich das Material mit dem männlichsten Namen unter allen Metallen, außer es gibt vielleicht sowas wie T-Rexion oder Velociraptorium? Na, keine Ahnung. Unterm Strich war es ja nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Hersteller passende Watchbands exklusiv für die Apple Watch Ultra anbieten würden, folglich aus dem gleichen Material wie eben diese. Und heute soll es um eins dieser Watchbands, naja, sogar zwei davon, gehen, nämlich die neuen Titan Watchbands von Bluestein. Lehnt euch also zurück und genießt wie immer, so gewohnt von mir, 2 Minuten Fakten und mein anschließendes kleines Review zu den brandneuen Titan Watchbands von Bluestein. Los geht's! Wenn ich den Markt gerade richtig im Blick habe, ist das Angebot für echte Titan-Watchbands noch ziemlich dünn gesät. Hier passt es also perfekt, dass Bluestein diese Nische mit gleich 2 verschiedenen Modellen für sich erobern will. Aber wo sich manche anderen Hersteller ganz klar am Design des Gliederarmbands von Apple orientieren, ist Bluestein hier mit einer ganz eigenen Designsprache unterwegs, welche sowohl Puristen als auch moderne Gemüter zufriedenstellen kann. Aber gehen wir erstmal 2 Schritte zurück. Wer die Apple Watch Ultra sein eigen nennt, weiß, dass selbst das Auspacken an sich ein Erlebnis ist, was mit normalen Apple Watches einfach nicht zu vergleichen ist. Und genau diesen Moment wollte Bluestein auch bei seinen Titan-Watchbändern einfangen. Selten macht das Auspacken eines Watchbands so viel Spaß und so viel Lust auf das, was im Inneren liegt, was die perfekte Überleitung zum Lieferumfang ist. Nach dem Entfalten des Covers und dem Öffnen der Box findet man zuallererst eine kleine Anleitung zum Entnehmen und Einsetzen der Glieder. Darunter findet man das notwendige Werkzeug dafür plus ein paar Einzelteile für eben dieses, falls mal was schief geht, und natürlich das Watchband selber. Dieses gibt es, wie gerade schon eben erwähnt, in 2 verschiedenen Designs, welche Bluestein ganz einfach nur One und Two nennt. Ich würde aber eher in modern und traditionell unterscheiden. Das erste, was beim Betrachten der Bänder auffällt, sind hier ganz klar die Dimensionen. Eine schier gigantische Länge, sodass selbst größte Vertreter der menschlichen Rasse genug Freiraum für die richtige Größeneinstellungen haben und darüber hinaus eine Breite, die, genau wie das Gehäuse der Apple Watch Ultra, mit 26 mm breiter ist als all das, was man von der Konkurrenz in diesem Segment gewohnt ist. Jedes einzelne der Glieder ist aus Titan gefertigt, vom Finish her perfekt an die Apple Watch Ultra angepasst und die verbaute Faltschließe ist aus hochwertigem Chirurgenstahl und fügt sich hier nahtlos in das Bild ein. Mir ist aufgefallen, wenn man eines dieser Watchbands das erste Mal in der Hand hat, ist man echt verwundert, wie leicht dieses trotz der massiven Abmaße ist. Und wenn das Band dann das erste Mal den Weg an die Apple Watch Ultra gefunden hat, möchte man es so schnell nicht wieder abnehmen. Bevor wir zu meinen persönlichen Erfahrungen zu den Watchbands kommen, hier ein kleiner Transparenzhinweis. Bluestein hat mir beide Versionen des Titan Watchbands zukommen lassen. Und das aus mehreren Gründen. Denn sowohl für YouTube als auch noch abseits davon arbeite ich mit Bluestein zusammen. Wenn einer von euch zum Beispiel mal bei ihnen im Webshop vorbeischauen sollte, wird dieserjenige über kurz oder lang über mein Gesicht stolpern. Für den Bluestein Online-Shop mache ich nämlich unter anderem solche kleinen Feature-Videos, wo man die einzelnen Watchbands immer so ein kleines bisschen detaillierter sieht als auf diesen sterilen Produktbildern. Für meine YouTube-Reviews kriege ich allerdings keinerlei Vorschriften oder irgendwie sowas. Und dieses Video hier wird von Bluestein auch nicht im Voraus gesehen oder für eine Review oder irgendwie sowas angefragt. Das bedeutet, meine Meinung ist hier einzig und allein meine Meinung. Ob ihr mir vertraut, ist leider trotzdem noch eure Sache. Zurück zum Thema. Ich habe gar nicht so schlecht gestaunt, dass ausgerechnet Dritthersteller als erstes die Chance nutzen, etwas exklusivere und vielleicht auch ein bisschen edlere Watchbands exklusiv für die Apple Watch Ultra anzubieten. Denn, seien wir ehrlich, Apple bietet hier nicht allzu viel an und selbst die Konkurrenzprodukte im Drittherstellerbereich sind gerade noch relativ rar gesät. Ich finde es hier zum Beispiel besonders cool, dass sich Bluestein dieses Mal mit 2 ganz eigenen Designs versucht hat, ohne sich an einem Apple-Original zu orientieren. Und klar, jeder, der sich schon mal solche verschiedenen Metallarmbänder, Gliederarmbänder oder sowas für Smartwatches oder auch normale Uhren angesehen hat, weiß, dass sich diese eigentlich vom grundlegenden Design selten richtig unterscheiden. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, gefallen mir beide Designs von Bluestein sehr gut. Und die passen sowohl modern als auch traditionell wirklich gut in die aktuelle Norm. Und von der Verarbeitung sind hier beide Modelle auf genau
dem gleichen Level unterwegs. Keine Materialfehler, keine Kratzer, keine Gradstellen und auch das Finish lässt am Ende keine Wünsche offen und passt wirklich perfekt zur Apple Watch Ultra. Die Unterschiede zwischen den beiden Versionen sind hier eher optischer oder fast schon eher stilistischer Natur. Bedeutet, von der Länge und Breite sind die Modelle 1:1 identisch. Und einzig und allein dieser kleine Unterschied zwischen dem eher modernen und eher traditionellen Design lassen hier die Möglichkeit, dass man sich frei nach dem eigenen Herzen für die richtige Version entscheidet. Wenn ich mich für eine Variante entscheiden müsste, würde meine Wahl wahrscheinlich auf die Version 1 fallen. Also das Design, was ich als das modernere bezeichne. Dieses abgeschreckte Kettendesign trifft einfach bis ins letzte Detail meinen Geschmack, auch wenn der Abstand zu der traditionellen Variante, der Version 2, relativ gering ist, aber nichtsdestotrotz. Was ich aber halt auch cool finde, ist, dass neben dem einfachen schrägen bzw. geraden Designunterschied zwischen den beiden Bändern auch noch ein kleiner weiterer Akzent hinzugekommen ist. Denn die traditionelle Variante, also die Version 2, hat zudem noch so ein kleines 3D-Profil, während die erste Variante, das moderne Design, komplett flach organisiert ist. Ich finde, das ist noch ein cooler Eyecatcher, um noch ein bisschen mehr als einfach nur die grobe Linienführung voneinander zu unterscheiden. Im Laufe der letzten zwei Wochen habe ich beide Bänder abwechselnd nahezu durchgehend in meinem privaten Alltag getragen. Und ich muss sagen, vom Feeling her habe ich hier keinen Unterschied spüren können. Beide Bänder sind hier wirklich gleichermaßen angenehm zu tragen, was wahrscheinlich auch daher kommt, dass das Titan wirklich angenehm leicht auf der Haut aufliegt. So angenehm sogar, dass ich gar kein Problem hatte, mit beiden Varianten auch zu schlafen. Sleep Tracking und so weiter. Titan ist halt echt ein cooles Material. Es ist gleichzeitig leicht und ziemlich robust. Ich muss aber trotzdem die ein oder anderen Illusion nehmen, dass diese quasi unzerstörbar sind. Klar, die Oberfläche ist extrem kratzfest. Nichtsdestotrotz, gerade bei solchen Sachen wie Büroalltagen mit viel Computertätigkeiten, wo man viel über Tischkanten oder irgendwie sowas rubbelt, kann es im Laufe der Zeit sein, dass sich die ein oder anderen kleinen Kratzer bilden. Ich hatte da hier noch keine großen Probleme mit, aber es waren jetzt auch nur ein paar kurze Wochen, mit denen ich die beiden Bänder getestet habe und auch immer wieder abgewechselt habe. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Natürlich ist es bei allen anderen Metallarmbändern nicht anders. Die hochwertige Natur von Titan macht es hier aber möglich, dass man die Watchbands hier nicht wie rohe Eier behandeln muss. Und für all diejenigen, die sich vielleicht Sorgen machen, dass das Kürzen und Anpassen der Titan-Watchbands kompliziert oder schwer sein sollte, die Sorgen kann ich euch wirklich nehmen. Das Werkzeug, was mitgeliefert wird, ist hochwertig, die Anleitung, die ebenfalls mitbeiligt, ist ausführlich und davon ab, selbst wenn mal was schief gehen sollte, gibt es für das Werkzeug sogar noch kleine Ersatzspitzen, die mit im Lieferumfang dabei liegen. Und bei der Anzahl der Glieder wird wahrscheinlich auch jeder glücklich. Außer man hat vielleicht den Unterarmumfang von Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Ich habe relativ normale Arme und musste selbst, glaube ich, 5 Glieder entfernen, damit mir das Watchband angenehm passt. Von daher glaube ich, dass hier wirklich jeder genug Luft nach oben hat. Und selbst wenn nicht, gibt es im Bluestein Online-Shop auch für relativ kleines Geld für beide Varianten noch Ersatzglieder zum Nachbestellen. Um ganz ehrlich zu sein, war ich ab der ersten Sekunde schon ein Riesenfan von den beiden Watchbands. Bevor ich mich aber im Kreis drehe, sollte ich mal so ein kleines bisschen zu einem abschließenden Gedanken kommen. Was bekommt man für den ganz schön happigen Preis von 219 Euro? Und lohnt sich dieser? Auf der Habenseite steht definitiv, dass man das beste Material für die Apple Watch Ultra bekommt. Denn Titan passt am besten zu Titan. Punkt. Darüber hinaus eine wirklich gute Verarbeitung, welche mich den Preis nicht hinterfragen lassen hätte, wenn ich sie hätte kaufen müssen, und einen wirklich zufriedenstellenden Lieferumfang. Eine schöne Verpackung, das Werkzeug, was mit dabei liegt, und ausreichend zusätzliche Glieder für quasi jede Armdicke. Mein abschließender und wichtigster Kaufgrund geht allerdings in eine ganz andere Richtung, nämlich in Form von einer Frage: Was hätten wir für Alternativen? Bei Apple zum Beispiel haben wir gerade nur ein sehr begrenztes Lineup aus Watchbands, welche speziell für die Apple Watch Ultra konzipiert sind. Nämlich 3, um genau zu sein. Das Alpine, das Trail und das Ocean Watchband. Unterm Strich betrachtet also 2 etwas bessere Nylon-Loops und ein Silikonarmband. Und jedes davon kostet stolze 100 Euro. Natürlich sind alle 3 von denen tadellos verarbeitet. Trotzdem sehe ich mich mit keinem von diesen an einem richtig schönen edlen Abend in einem Restaurant mit meiner Frau sitzen. Denn ich trage meine Smartwatch immer und dementsprechend passe ich meine Watchbands und auch teilweise mein Watchface und so weiter an die Tätigkeit des jeweiligen Tages an. Sport, Arbeit oder halt auch mal ein bisschen was Edleres. Und da haben wir es. Das ist mein Fazit. Ich kann beide von den Varianten des Titan Watchbands von Bluestein uneingeschränkt empfehlen. Und ich bin mir sicher, jeder von euch würde die richtige Wahl treffen, wenn er sich für eins von diesen entscheidet. Und viel wichtiger, ich betrachte das Titan Watchband als kleines neues Kapitel in der Ära von Bluestein.
Bluestein gibt es ja schon relativ lange und mein erstes Gliederarmband von denen habe ich vor fast 5 Jahren gekauft. Und gerade zu dem Zeitpunkt kam man quasi um Werbung von Bluestein gar nicht drum herum. Jetzt ist es aber auch so, dass im Laufe von 2022 vielleicht 1, 2, 3 Kleinigkeiten bei Bluestein ein bisschen schief gelaufen sind. Das konnte man hier und da immer mal wieder spüren. Unter anderem auf irgendwelchen Review-Plattformen wie zum Beispiel Trustpilot oder auch in meiner Kommentarsektion unter meinen Videos. Jetzt betrachte ich es aber sogar als kleinen Vorteil, dass man einfach auch mal hinter den Kulissen mit den jeweiligen Verantwortlichen sprechen kann. Und das habe ich getan. Ohne aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, eure Kritik wurde gehört. Und alle bei Bluestein arbeiten gerade daran, das Ruder wieder rumzureißen, damit alles wieder in die gewohnten Richtungen geht. Mehr Personal, eine ganze Wagenladung voll Motivation und 2 neue Watchbands sollen der perfekte Startschuss für ein Hammerjahr 2023 werden. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu Bluestein-Produkten oder zu den Titan-Watchbands haben solltet, lasst mich gerne in der Kommentarsektion wissen. Alle Links habe ich natürlich unten in die Videobeschreibung und in den Pinned-Comment gepackt und wie immer bedanke ich mich herzlich, dass ihr da wart. Lasst es euch gut gehen, beste Grüße von der grünen Wiese und bis zum nächsten Mal, euer Manoah.